Der Begriff der Säuberung, der wäre möglicherweise in einem größeren Kontext zu sehen. Wir reden von ethnischer Vertreibung von 100.000 Menschen. Wir reden auch darüber, dass auch schon der Krieg in der Türkei selbst zu etwa 500.000 Binnenflüchtlingen geführt hat. Also 100.000 Menschen haben die umkämpften Gebiete im Osten der Türkei verlassen und fliehen Richtung Westen, fliehen Richtung Europa. Inzwischen auch sind sie hier in Europa angekommen. Und eine ähnliche Fluchtbewegung ist natürlich in Afrika zu erwarten, ist natürlich zu erwarten, wenn die nächste Offensive auf Kobane folgt. Das ist glasklar und das kann man nicht wegkriegen.